Madison Page? Madison, Sam hier. Ich habe die Information für dich. Der Typ heißt Leland Wilde. Er war Präparator, 40 Jahre alt, Single, seit 2 Jahren arbeitslos. Kein Strafregister, psychisch unauffällig. Ein Präparator? Das ist doch mal was. Hast du die Adresse? Ich habe ein paar Fragen. Seine letzte Adresse war 411 Harbor Street, Lexington. Glaubst du wirklich, der ist der Origami-Killer? Das erfahre ich nur, wenn ich ihn frage. Wenn nicht, hat er sicher Tipps, wie man Tiere ausstopft. Und wenn er es ist? Dann haben wir den Knüller des Jahres. Shit, du bist er. Deshalb magst du mich. Pass auf, Madison, man weiß nie. Keine Angst, das wird schon. Dienstag, 3. November, 16.15 Uhr. Ich bin beim Haus des Verdächtigen Leland White. Und damit sage ich hey, hey, hallo Leute und willkommen zum Bonuspart von Let's Play Heavy Rain für die PlayStation 3. Das ist das erste DLC, die Chronik 1, der Tierpräparator. Ja. Das spielen wir jetzt. Es ist blind für mich, es ist tatsächlich blind für mich. Mal ausnahmsweise, wie es das Hauptspiel ja nicht war. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es 4 oder 5 Enden gibt, die ich offscreen alle erreichen werde. Hier nur ein Ende. Welche das sind, weiß ich nicht. Das erkundige ich mich erst, wenn ich einmal durch bin, damit ich weiß, was ich tun muss, um die anderen auch freizuschalten. Ja, das spielt vor Heavy Rain. Es sollte ursprünglich 3 DLCs sollte es ursprünglich geben, in dem einmal die Vorgeschichte von Madison, also hier, gezeigt wird, einmal die Vorgeschichte von Norman Jaden und einmal die Vorgeschichte von Scott Shelby. Allerdings, nachdem das hier rausgekommen ist, hat ein paar Wochen später oder so einer, der da mitarbeitet, in einem Review, in einem Interview gesagt, dass die anderen höchstwahrscheinlich nie rauskommen werden, da sie in diesen DLCs die gleiche Qualität wie im Hauptspiel bringen wollten und ihnen einfach nicht mehr so viel eingefallen ist und sie sich sicher waren, dass sie das nicht hinbekommen, und deshalb haben sie gesagt, dass die anderen DLCs höchstwahrscheinlich nie erscheinen werden. Ich persönlich finde es sehr schade und ich werde da vielleicht, wenn ich das irgendwie hinkriege, was ich allerdings nicht denke, auch mal persönlich anfragen, ob das denn wirklich nur nicht mehr rauskommt und ob es da nicht doch eine Möglichkeit gibt, das irgendwie doch rauszubringen. Aber da nur schon das nächste Spiel von denen in Arbeit ist, denke ich nicht, dass da irgendwas passieren wird. Ja. Wir sind also jetzt Madison Page. Was ist das denn hier? Vor dem... Was ist denn das hier? Eine Tonne oder was? Eine Mülltonne. Ah, ich muss noch mal lesen. Ein Damenschuh. Ein Damenschuh. Dunkle Flecken. Sieht aus wie Blut. Sehr gut, Madison. Viel Fantasie. Madison Page enttarnt Serienkiller beim Durchwühlen der Mülltonne. Oh. Der Briefkasten. Ich glaube, ich war gerade in irgendeinem Satz und... Kleidung. Mr. White interessiert sich wohl für Mode. Ja. Ich glaube, ich war gerade mitten in einem Satz und habe den jetzt nicht fertiggestellt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Also gut, klopfen wir mal an die Tür und stellen den Origami-Killer. Erstmal klingeln wir. Hallo. 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 Ist jemand da? Mr. White? Hallo. 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 Okay. Der Präparator. Schmutziges Fenster. Okay, schauen wir mal vielleicht ums Haus rum.
Und jetzt auf jeden Fall lang. Da ist ein Fenster. Es scheint aber zu sein. Noch ein Fenster. Auch zu. Oder? Ist doch zu. Sind doch alle zu. Okay. Machen wir mal weiter. Fenster. Das Fenster ist ein bisschen offen. Das Fenster. Offen. Sieht so hoch zum Reinklettern aus. Nicht, wenn ich irgendwas hinschiebe, wie zum Beispiel das. Ach nee. Jetzt fängt das schon wieder an. Muss ja sehr schwer gewesen sein. Willst du jetzt hoch? Nee. Toll. Willst du die Tonne da noch hinhaben, oder was? Ganz ehrlich, die sehen gar nicht so schwer aus. Aber okay. Roll. Die hören sich auch sehr leicht an. Ehrlich gesagt. Okay, jetzt hinstellen. Ich glaube, das bringt schon ein bisschen mehr als die Kleine. Aber vielleicht kann ich die Kleine dann draufstellen, wenn das noch nicht genug ist. Aber das sieht nach genug aus. Ja, hoch das. Scheiße. Ach. Sam hat recht. Ich bin wirklich irre. Ja. Ja. Oh, komm schon. Danke. Ich würde mir Sorgen machen, dass die Nachbarn dich sehen, aber... Wen interessiert das schon? Reizend. Reizend. Ich schaue mich kurz um, schieße ein paar Fotos und verschwinde. Na, das und du bist wirklich irre. Okay, haben wir hier... Da geht das was. Damenschmuck. Dutzende Halsketten und Armbänder. Komischer Platz für sowas. Finde ich auch. Okay, was haben wir hier noch? Noch eine Schublade. Die ist leer. Ha! Machst du wieder zu. Sonst... wird noch bemerkt, dass wir hier sind. Hier waren Mann, Bier. Als ob ich eine Story im Kühlschrank finde. Und wieder zu. Okay. Oh! Eule. Nichts kaputt machen, sonst weiß er, dass jemand hier war. Allerdings. Mhm. Ein Fisch. Was haben wir hier? Aha. Kamin, Kamin, Kamin. Stoff. Überreste von verbrannter Kleidung im Kamin. Sieht aus wie Damenkleidung. Ist der Kerl schwul? Ist das ein Transvestit? Das muss nicht sein. Okay, schauen wir mal. Da hinten ist noch eine Tür und hier ist auch noch eine Tür. Oh. Naja, nee. Das muss nicht sein. Nach draußen wollen wir nicht, da kommen wir gerade her. Also bleiben wir lieber drin. Was haben wir hier noch? Ist das auch eine Tür nach draußen? Nee, das sieht aus wie ein Klo. Kann ich pissen? Nein. Kann ich die Tür wieder schließen? Nein. Mr. Aha. White steht wohl auf Bodybuilding. Ein Muskelprotz, der Tiere ausweidet. Der muss ja sehr beliebt sein. Geht die Tür wirklich nicht zu? Meinst du nicht, dass das ein bisschen auffällig ist? So eine Tür. Okay. Gucken wir uns mal oben um. Vielleicht haben wir da was. Auf jeden Fall ziemlich viel Tiergedöns. Nicht schön. Ich mag keine ausgestopften Tiere, ehrlich gesagt. Die Dielen knarren beim Drüberlaufen. Passt zu diesem Geisterhaus. was haben wir hier? Ein Kleiderschrank.
Basketball. Was ist denn hier? Ein Schlafzimmer scheinbar. Mit einem Telefon. Okay. Und was ist... Ist der Kerl wirklich ein Transvestit, frage ich mich gerade. Weil... Naja. Okay, wollen wir es mal dabei belassen. Moment, der Ball kommt bitte wieder in den Schrank. Das ist auffällig. So, was haben wir denn hier? Mehrere Türen. Ach du Kacke. Blut. Und eine Säge. Oh Gott. Ich glaube, der Kerl verheimlicht... ich glaube, der Kerl hat irgendwas Böses. Oh, was ist das denn? Köpfe. Oh Gott. Es ist ein bisschen gruselig gerade, ehrlich gesagt. Und hier sowas. Sowas mag ich übrigens gar nicht. Also da, dieses... Diese Figuren. Schrank. Der Schrank ist zu. Okay. Tier. Viele Tiere. Oh Moment, hier ist auch noch eine Tür. Was ist hier drin? Das sieht aus wie eine Abstellkammer. Aber da ist auch ein Bett drin und Damenkleidung. Dutzende Kleider und Kostüme. Ja, ich glaube, der Kerl ist ein Transvestit. Denn, naja, also, schaut's euch doch an. Was haben wir hier noch? Ein ekelhafter Geruch. Oh fuck. Im Badezimmer oben. Eine Leiche in der Wanne. Sie wurde zersägt. Fuck. What the fuck? Stopft er Menschen aus, oder was? Ausgestopft. What the fuck? Jetzt habe ich meine Story. Zur Hölle! Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Dreh dich mal bitte nach da. Nein, nicht nach da. Hier wieder raus. Genau nach da sollst du gehen. Langsam die Boden. Dielen. Knarren. Sie ist sogar sowieso alleine in dem Haus, aber trotzdem. Wie war das doch gerade noch mit allein zu Hause? Ach du Scheiße.
Ja, beweg dich doch, Mann. Die Dielen knarren. Ich muss mich leise bewegen. Die Dielen bringen mich nach oben. Geh da rein. Telefon. Schnell. Ja? Stell keine Fragen. Schick die Polizei zu Leland Whites Haus. Sofort. Matt, bist du das? Dann bitte, Sam. Tu einfach, was ich sage. Okay. Kann ich mich unter dem Bett verstecken, bis die Polizei da ist? Ach du Nein, fuck. Heilige Scheiße! Wie lange dauert es, bis die Polizei da ist? Weißt du, wisst ihr was? Ich warte jetzt einfach unter dem Bett, bis die Polizei da ist. Das ist zwar extremst anstrengend, die Tasten gerade gedrückt zu halten, aber das ist mir egal. Ich glaube, ich krieg gerade schon einen Krampf im Daumen. Wie folgt, ich benutze zwei Hände. So, jetzt ist es angenehmer. Also das ist echt krank. Eine Leiche, deren Organe ausgesägt wurden in einer Wanne und ausgestopfte Menschen? Das ist krank. Das ist einfach nur krank. Aha, er hat gerade eine offene Tür geöffnet. Hat das gesehen? Ah, mein Finger. Shit. Ah, verdammt, ich muss ihn nochmal neu runterlegen. Das war echt extrem anstrengend gerade. Mal so. Jetzt mache ich es mir leichter. Und zwar so und so. Jetzt ist es deutlich angenehmer. Und jetzt bleib hier unten. Bleib einfach unten. Ich hoffe, der findet mich hier nicht. Oh fuck, er kommt hoch. Oh mein Gott, er ist ein... Er sitzt im Prinzip gerade auf mir drauf. Er liegt auf mir drauf. Ich glaube, das war nicht das beste Versteck. Meine Finger. Kann das nicht länger gedrückt halten. Scheiße. Fuck, Mann. Wo bleibt die Polizei? Ich habe das Gefühl, dass ich doch irgendwas machen muss, bis die Polizei kommt. Eine gute Idee wäre auch gewesen, mich woanders zu verstecken, dann warten, bis er hier pennt, dann langsam runtergehen und abhauen. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber jetzt ist es zu spät. Er steht auf, er geht weg. Verpiss dich, Mann, meine Finger halten das nicht länger aus. Ah, fuck, Mann. Diese Schmerzen. So krank. Wo bleibt die Polizei? Ah! Oh fuck, was tut er da? Das ist so krank. Das ist zu krank, um wahr zu sein. Irgendwie. Eigentlich. Ich bleib wieder unten. Ich bin da, Schätzchen.
Ihr habt mir alles so gefehlt. Morgen, Mary. Oh, ich hab dich auch vermisst, Sarah. Judith, nur kein Neid. Ich liebe dich genauso wie die anderen. Okay. Oh Gott. Das ist einfach nur krank. Ich kann gerade gar nichts anderes dazu sagen. Und ich hoffe, dass die Bullen bald mal da sind. Oder die Polizei bald mal da ist. Ich meine, hallo. Oh, die Polizei kommt. Wow. Das war echt krank. Während ich mich da unten gerade versteckt habe, habe ich mal gelesen, was es dann noch so für Enden gibt. Und die werde ich dann offscreen mal machen. Das ist erstmal Ende Nummer 1. Oh. Das Ende der Angst. Unsere Journalistin Madison Page riskierte bei den Ermittlungen gegen einen gefährlichen Serienmörder, der seine Opfer nach ihrem Tod ausstopfte, ihr Leben. Als der Mörder heimkehrte, saß sie in seinem Haus fest, in das sie auf der Suche nach Beweisen eingebrochen war. Zu ihrem Glück konnte sie die Polizei alarmieren und verdankte deren zeitnahem Eingreifen ihr Leben. Lesen Sie den Artikel von Madison Page auf Seite 2. Ja, das war Ende Nummer 1, das Ende von Heavy Rain Chronicles, The Taxidermist, oder wie das heißt. Dann gibt's eben noch die Enden, ein Ende gibt's noch, wenn ich einfach fliehe, also wenn ich mich entdecken lasse, wenn der eben zum Beispiel pennt und ich fliehe, da gibt's noch ein anderes Ende. Dann gibt's noch ein anderes Ende, wenn ich mich töten lasse und die Polizei nicht rufe. Dann gibt es noch ein Ende, wenn ich mich töten lasse und die Polizei rufe. Und dann gibt es noch ein Ende für ihn töten. Okay. Die werde ich doch alle bei Zeiten mal anstreben. Aber das wird jetzt wahrscheinlich offscreen passieren. Für euch maximal, wenn ihr wollt, in einem Livestream. Wenn ihr das wollt. No. Müsst ihr mir halt Bescheid sagen. Jetzt habe ich gerülpst. Kann ich die die Credits kann ich sogar wegdrücken. Oh, was haben wir denn hier? Sie haben Szenarien dieses... haben eines der möglichen Szenarien dieser Szene gesehen, die auf verschiedene Arten hätten ablaufen können. Ja, das Ende der Angst, da ist ein Haken dran, genau. Geopfert im Namen der Wahrheit, das ist das, ich muss die Polizei rufen und mich dann töten lassen. Inmitten des Grauen ist Glaube fliehen. Wo es Madison Page ist, sterben und die Polizei nicht rufen. Und das Ende eines Albtraums wahrscheinlich töten. Oder inmitten des Grauens. Bei den beiden bin ich mir nicht sicher. Lassen Sie gespeichert Spielstände, um zu sehen. Aha, außerhalb von Lillands Haus. Und im Haus muss ich sogar jetzt gar nicht mehr neu machen. Seht ihr, das sind einzelne Kapitel hier. Wenn ich jetzt ins Hauptmenü gehe. Das Hauptmenü sieht übrigens in dem DLC auch anders aus. Kann ich euch ja mal zeigen. Wenn's lädt. Sieht echt cool aus, finde ich. Wenn's lädt. Ja, hier. Das ist echt cool. Was ist denn der Bonusinhalt? Konzeptkunst. Oh. Ja, die Garage. Aha. Garage, da liegt eine Kettensäge. Das ist der Kerl. Einmal mit und einmal ohne Jacke. Aha. Aha. Kettensäge. Au. Ah, ich glaube, sie hat ihn da mit der Kettensäge getötet. Kann man ihn so etwa töten, oder was? Ist ja cool. Und ist unter Kapitel jetzt? Ja, im Haus, Leland. Also außerhalb von Lelands Haus, im Haus. Und Leland ist zurück.
Aber die Enden kann ich mich hier, kann ich mir ja nicht nochmal ansehen. War ja sowieso nur Text. Aber gut, dann mache ich die Offscreen bei Zeiten mal. Jetzt muss ich allerdings die Zeit, die ich allein bin, noch ausnutzen, um noch was anderes aufzunehmen. Ansonsten Generations ist fertig aufgenommen. Heavy Rain ist jetzt vollständig aufgenommen, also so komplett vollständig, auch mit Bonuspart. Genau wie Generations auch. Ja, dann bleibt noch Tomb Raider 2, was ich jetzt aufnehmen könnte. Oder eben Nachfolgeprojekt von Heavy Rain. Ich weiß immer noch nicht, was das Nachfolgeprojekt ist. Das von Ansel's Gate kann ich noch nicht aufnehmen, weil es noch nicht draußen ist. Und Tomb Raider, ja. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Projekt wieder. Bis dann und ciao. Oder natürlich in einem weiteren Bonuspart, wenn hierfür noch DLCs rauskommen. Aber ich bezweifle es. Gut, wie auch immer. Bis bald und ciao.